Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic. Wir sind gerade im Sumpf, töten Sumpfhaie, wenn es noch Sumpfhaie gibt, ich weiß es gerade gar nicht. Ich hatte das Gefühl, oder ich habe gedacht, dass es da hinten noch einen Sumpfhaie gibt, den wir noch besiegen können. Habe ich da jetzt alle Heilkräuter genommen? Ja, habe ich. Okay, dann geht's hier weiter. Hier sind noch Heilkräuter. Und da sind noch ein paar Blutfliegen, die können wir natürlich auch noch töten. Springen wir mal rüber. Heilkräuter nehmen wir mit. Ich denke, ein Sumpfer ist hier noch irgendwo. Die da drüben haben wir eigentlich alle weggemacht, aber ich hoffe einfach mal, dass wir noch einen haben. Es gibt nochmal 400 plus Erfahrung. Wie viel Lernpunkte haben wir? Wie viel Erfahrung haben wir jetzt? Naja, es fehlt trotzdem noch viel. Aber indem wir solche Sachen machen, also ganz, das ist noch einer, sehr gut. Indem wir so viele, so harte Monster besiegen, die so viel Erfahrung kriegen, geht das schon. So, mal gucken, ob wir die Blutfliegen auch töten. Oder ob man den Feuerball auf den Boden haut. Oder daneben haut. Nur, ich sollte wegrennen. Ich sollte wegrennen. Das habe ich gedacht, vielleicht kommt er nicht, aber er ist natürlich gekommen. So. Schnell umdrehen und dann den Feuerball drauf. Und diesmal bitte treffen, nicht zwei wieder gegen den Boden hauen. Oder war es nur einer? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht mehr. So. Speichern und dann gehen wir weiter. So, ihr Blutfliegen. Hey. Super. Machen wir eh keinen Schaden, glaube ich. So. Speichern und dann geht's aus dem Sumpf, weil wir haben alle alle Sumpfhaie besiegt. Denke ich mir mal. Wenn nicht, dann werden wir wahrscheinlich noch irgendwann mal einen sehen. Vielleicht. Wir laufen jetzt auf jeden Fall. Laufen wir jetzt rüber zum Nebelturm. Hier haben wir alle Sumpfhaie jetzt besiegt. Denke ich mir mal. da gibt es nämlich dann Feuerwarane, die wir auch besiegen müssen, damit wir dann die zweite Zutat fürs Ulumulu haben. Das war jetzt die erste Zutat, die wir gesammelt haben. Wie viel ist so ein Ding eigentlich wert? Wird wahrscheinlich hier unten irgendwo sein. Da. 500, ui. Aber nach der vorletzten Folge habe ich irgendwie keine Lust mehr, so viel zu verkaufen. Wir mussten irgendwie 4 Minuten oder so Erz rüber tun auf unsere Seite, auf die beim Handeln halt, weil wir so viel Zeug verkauft haben, was so viel wert war. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall zum Nebelturm. Welchen Weg? Aber wisst ihr was? Wir machen das so. 2 Minuten, 1 Minute. Machen wir 2 Minuten. Davon haben wir auch mehr. So. Und dann rennen wir da mal hin. Zum Nebelturm. So, ich denke mal, der kürzeste Weg. Ah ja, wir brauchen natürlich noch auch ein Horn eines Schattenläufers. Ein Schattenläufer müsste eigentlich noch hier in diesem hier in diesem Wald sein. Aber da ich jetzt gerade schon den Trank benutzt habe, laufen wir jetzt erstmal zum Nebelturm. Ich weiß gerade nicht, ob das hier der beste Weg ist. Na doch, das ist der beste Weg eigentlich. Sagen wir einfach mal, das wäre jetzt der beste Weg. Geht er jetzt auch schnell? Ich glaube, wenn ich jetzt hier lang laufe, dann müssten wir eigentlich ganz gut sein. Oder? Ich glaube schon, der ist links.
Ja, da sieht man schon einen Teil des Schiffswracks, genau. Und da ist der Nebelturm. Naja, wartet mal. Feuerwarane, müsste man hier eigentlich mit einem Dings gut besiegen können, mit einem Kugelblitz. Wie dann können wir denn jetzt noch sprinten, hey? Hallo. Hör mal auf zu sprinten. Wahrscheinlich hätte ich doch eine Minute nehmen sollen. Naja. Okay, dann gucken wir mal. Feuerblitz ist auf der Nummer 7, oder? Nee. Auf der Nummer 6. Da sind die Feuerwarane. Okay. Da wollen wir doch mal ausprobieren. Naja, so viel hat das jetzt auch nicht gebracht. Gucken wir mal, ob wir. Ich hätte echt eine Minute nehmen sollen. Guck mal, wie schnell. Wir können jetzt immer noch schnell rennen. Boah, nicht. Was? Die verbrennen mich ja einfach. Okay, das. Nach dem Speichern ist das wieder weg. Wisst ihr was? Wir machen mal was. Wir machen mal eine Stärke. Oder können wir dann die Waffe nicht nehmen? Nein, dann können wir die Waffe nicht nehmen. Doof. Sonst hätte ich jetzt dieses Ding hier benutzt. Mal einfach so, guck. Wenn es geht. So. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Schutz vor Feuer. Okay, es geht nicht. So. So. Nee. So. Hallo? Achso. Ich muss das erstmal wegmachen. So. Und dann so. Und dann rüsten wir den zwei Hände aus. Nicht den Feuerball. Nein, nicht den Feuerball. Das macht natürlich gar keinen Schaden, gell? Ja, macht gar keinen Schaden. Also, können wir die nicht einfach einzeln rauslocken? So. Dann machen wir hier mal schnell nochmal einen 70er rein. Und noch einen, machen wir noch einen. So, jetzt können wir speichern. Jetzt nehmen wir den Kugelblitz. Und jetzt hauen wir den da drauf. So, ist schon mal einer tot? Ja, 500 Erfahrung. Die bringen ja weniger als die Sumpfeile. Aber die verbrennen einen sofort. Was ist jetzt mit mir los? Ich bin jetzt eingefriest. Cool. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir die besiegen. Und zwar, indem wir hier was draufhauen. So. Machen wir einfach so jetzt. Wir rennen jetzt einfach mal ein bisschen weg, weil wenn die uns einmal treffen, dann sind wir sofort tot. Boah, wann kommst du denn jetzt noch? Muss nicht sein, du kannst aufhören. Du musst mir nicht hinterherrennen. Das ist nicht wert, wenn du mir hinterherrennst. Genau, bleib stehen. So. Jetzt. Nehmen wir nochmal schnell hier das da. Und jetzt kommt der Kugelblitz drauf. So. Das war's mit dir. Flammenzunge. So, also es bleibt nur noch einer übrig. Ich hoffe mal, der andere ist jetzt nicht despawned, oder? Oh, das wird ziemlich kacke. Ist er, glaube ich, auch. Hoffe ich mal, dass wir nicht allzu viele brauchen von diesen Zungen. So, haben wir jetzt nochmal welche. Nochmal einen. Im Ork-Gebiet gibt es auch viele von denen. Ich glaube nicht, dass wir allzu viele da brauchen, weil. Was steht denn da? Steht da, wir brauchen eine? Da steht bloß
Zunge. Zunge eines Feuerwehrans. Hört sich so an, als bräuchten wir da nur einen, oder? Okay, dann gucken wir mal, was es hier im Schiffswrack gibt. Zu holen gibt. Auf jeden Fall Bier und Wein. Oh, da sind noch weitere Feuerwehrane. Kann man hier eigentlich ins Schiffswrack gehen, wenn man da hochläuft? Sieht so aus, ne? Ups. Gibt's irgendwas zu holen? Ich rüberspringen. Weiß nicht, ob es da irgendwas zu holen gibt. Ich weiß bloß, dass da gerade Feuerwehrane kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann nehme ich halt noch eine Folge auf. Bis dann. Ciao. Also, nehme ich auf jeden Fall noch eine Folge auf, weil es einfach so viel Spaß macht. Also, bis dann. Servus.